Der König der Besessenen ist tot. Ach, da springen wir es gleich aus. Seine Armeen rütteln und scharren an unserer Welt. Während du den Angriff auf das Grabschiff angeführt hast, ist ein mächtiges Besessenen-Kriegsbiest in die Sicherheit des Schreins zu Oryx geflohen. Der mächtige Prinz Malok arbeitet an einer perfekten, dunklen Zauberei. Er muss vernichtet werden. Weißt du, was wir hier brauchen? Eine Grabhülle. Thank you.
geheime Pfade zwischen unserer Sphäre und dem Aszendenten angedeutet. Malok kriecht durch die Wände unserer Welt, um diese Höhlen zu erreichen. Ich glaube, sie ist jetzt absichtlich gruselig. Ist nahe. Ich kann die Fäule, die in ihm trieft und brodelt, spüren. Wie kann sie das sehen? Mit dieser Augenbinde. Ich sehe jetzt weit besser als jemals zuvor mit meinen eigenen Augen. Ja, was soll denn das für haben da? Gib Acht, Hüter. Die Fäule wird dir Stärke und Schnelligkeit entziehen. Dieser Schrein darf nicht von Malok kontrolliert werden. Thank you.
Es ist einfach kacke, wenn du mit euch grüßt, die wo keine Ahnung haben. Mann, Dickstein, so wie die Ochsen zum Eierling. Ich natürlich auch, so ist es nicht, gell? Naja, da habe ich jetzt genügend Zeit, dass ich mir eine Zigarette drehe.